So sind sechs Senioren auf Törn gegangen. Wo segeln Senioren, wenn sie Ossis sind? An der Adria oder am Mittelmeer? Nein, auf der Ostsee. Ja, noch 3 Kilometer. Die Anfahrt erfolgte mit dem Auto. Grüß dich. Hallo, Peter. Es werden nicht nur 6 Senioren an Bord der Liechtenstein sein, sondern auch noch ein Aluminiumkoffer. Was treibt gestrandete Senioren hinaus auf See? Und segeln, Wind und Wetter zu trotzen. Und natürlich die Hafenromantik. Doch bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, bei der Überfahrt nach Schweden plötzlich Motorschaden. Was ist passiert? Plötzlich ist Stille. Nur der säuselnde Wind ist zu hören. Wir setzen unseren Kurs nur unter Segel fort. 60 Meilen vor uns. Der Captain hat das Steuer fest im Griff, denn wir müssen durch einen Sturm. Einen höllischen Sturm. Und dann noch in völliger Dunkelheit, ohne Hafenbefeuerung, die Einfahrt finden. Geschafft. Gegen 2 Uhr ist Nachtruhe. Der Skipper muss sich um das Schiff kümmern und die Mannschaft geht in die Stadt. Dort soll einer ein Konzert geben. Gemeinsames Warten auf den Taucher, der nach unserer Schraube schaut. Es war ein netter junger Mann, der außer Schwedisch noch Englisch sprach. Er sprang behende in das Hafenbecken, zerfetzte Fischereifolie an Bord. Diese hatte sich um die Antriebswelle gewickelt. Klar, Schiff, und Leinen los, rief unser Captain. Und der neue Kurs stand schon wieder fest. In Skillinge trafen wir einen Fischer, der Schwierigkeiten mit der Fischereikontrolle hatte. Richtung Dänemark war Flaggenwechsel. Wir überqueren. Und als wir die große Traffic Separation überquerten, sah einer etwas seltsames Schiff auf uns zukommen. Ach, kann ich noch eine Frage? Hat jemand von euch mehr als 10.000 Euro mit? Nein. Und was hat es mit dem rätselhaften Koffer auf sich? Das seht ihr im Mai zur Uraufführung.